Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Weekly Vlog von mir. Heute ist Mittwoch, kurz vor vier, und ich habe schon einiges erlebt bekommen, denn ich habe gleich ein Webinar, was zu dieser Reihe Master Your Career gehört, und ich glaube, ich habe heute eine Stunde ein Webinar zum Thema Personalentwicklung. Man könnte sich da zu verschiedenen Themen quasi einbuchen. Das ist alles optional und zusätzlich. Dazu haben wir diese Woche, wie ich es gerne nenne, eine Armageddon Week. Das heißt, ab morgen, also Donnerstag, Freitag, Samstag und Samstag eine Doppelvorlesung, das heißt von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Fingers crossed, dass wir vielleicht ein bisschen früher Schluss machen und dass wir vielleicht noch ein bisschen was von unserem Samstag haben. Und dann dachte ich mir, fange ich heute schon an, denn ich muss heute noch jede Menge vorbereiten. Genau, damit ich auch noch was zu essen habe und ja, was man nicht alles so tut, um ja, dann am Wochenende bzw. dann den Sonntag oder Samstag nicht dann die geballte Ladung an Haushalt und anderen Sachen, die man erledigen muss, zu machen. Genau, wenn euch die Inhalte gefallen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert die Glocke und abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch jetzt im Schnelldurchlauf mit. Ich mache mir jetzt erstmal noch einen Kaffee, damit ich da jetzt auch ready bin. Und danach mache ich erstmal hier die Bude, damit ich dieses Wochenende gar nichts tun muss. Let's go! So, das Extra-Modul hat schon angefangen. Es ist gerade noch eine kleine Runde, Introduction-Runde, ja, die läuft. Und zu dem Modul erzähle ich gleich später was. So, das Webinar Zusatzmodul ist jetzt vorbei. Das war jetzt zu kompetenzbasierte Personalentwicklung. Finde ich eigentlich ganz spannend und ja, das war mal ein cooler Impuls zusätzlich zum normalen Studium. Da geht man jetzt nicht so rein. Klar, da konnte man jetzt auch nicht reingehen bei so einem großen Thema. Ja, also auch zu Management und Führung. Und ja, man kriegt auch eine Teilnehmerbescheinigung. Also das ist ja auch immer schön, wenn man sowas mitnehmen kann. Und das war jetzt so eine neue Reihe für alle Masterstudierenden. Ja, um einfach bestimmte Kompetenzen, Skills noch mal ein bisschen zu vertiefen und vielleicht noch mal irgendwie noch mehr ja, zu einem bestimmten Thema einen Input zu bekommen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und nun haben wir 18 Uhr gleich. Und jetzt fange ich mal an, hier die Bude zu machen und hoffe, dass ich da um 19, 19.30 Uhr fertig bin. Dann werde ich noch kochen. Ja, meine Snacks portionieren, also so hier Tomate, Gurke, was man nicht so hat. Ich habe schon gestern mir Fertigsalate geholt, denn das ist das Einfachste und das, was am unaufwendigsten ist. Und dazu mache ich mir dann immer noch ein Brötchen, dann habe ich noch ein bisschen Gemüse. Ja, und dann bin ich eigentlich immer ganz gut versorgt und abends, wenn ich dann nach Hause komme, ich bin ja dann meistens so eine halbe Stunde später zu Hause, je nachdem, ja, das kann kurz vor 9 sein, das kann aber auch kurz vor 10 sein, ja, dann bin ich halt nicht mehr hungrig, nur noch müde und kaputt, packe dann meine Tasche meistens abends und lege mir auch schon was zum Anziehen raus und ja, hab das Glück, dass ich immer dann am Folgetag, also dann, sag ich jetzt mal zum Beispiel Freitag, kann ich dann ganz entspannt für mich eine Stunde später anfangen und fahre dann immer direkt von der Arbeit aus auf den Campus. Genau, so sieht's aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Zeitraffer einbaue bei dem, was ich jetzt tue, aber das ist so der Plan. Und dann gucken wir mal, was ich euch zeige und was nicht. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann lege ich los.
Hallo und einen guten Abend. Ich bin jetzt schon seit einer guten halben Stunde wieder zu Hause. Wir hatten heute einen Fachvortrag und der hat dann vorher geendet, weil eine Referentin abgesprungen ist. Und so habe ich heute also auch mehr Zeit zu Hause. Das ist sehr schön. Ich werde jetzt meinen Abend beenden, packe alles für morgen und mache alles für morgen fertig und gehe dann heute zeitig schlafen. Und morgen weiß ich noch nicht, ob und wie wir Uni haben. Bis jetzt ist es online. Aber wir schauen mal, vielleicht ändert sich das morgen im Laufe des Tages. Und ich melde mich wieder bei euch. Hello und Happy Friday. Ihr seht, zu Hause. Denn es hat sich heute im Laufe des Tages herausgestellt, dass wir heute mal wieder eine Online-Vorlesung haben. Was ganz angenehm ist auf dem Freitag. Weniger Rumgefahre, die meisten haben ja freitags auch ein bisschen früher Schluss. Das heißt, man hat so ein bisschen Zeit zwischendurch, um Dinge zu erledigen. Das werde ich auch machen, denn ich war kurz Kleinigkeiten einkaufen für nächste Woche. Da haben wir zwar keine Vorlesung, aber die Liste ist lang. Das werde ich nachher dann auch mal aufschreiben und dann mir auch in Notion wieder eintragen. Das habe ich ja am Anfang benutzt, aber kam nicht hinterher, beziehungsweise da muss man wirklich am Ball bleiben. Und ja, genau, nutze jetzt die Zeit, um das alles zu machen. Nächste Woche, ich glaube, das werde ich vielleicht mal mitfilmen, weil vielleicht ist das für viele von euch interessant oder ihr macht es schon. Ich werde nächste Woche HelloFresh ausprobieren. Da bin ich mal ganz gespannt. Da habe ich jetzt schon 2-3 Mal mit mir gerungen, ob ich das machen soll. Und jetzt hatte ich einen Code und dann habe ich gesagt, komm, probierst du das einfach mal aus und schau mal, ob das was für dich ist. Ich habe jetzt 3 Gerichte nächste Woche für 2 Personen. Wahrscheinlich bleibt dann was übrig, was man dann auf dem nächsten oder dass man die Gerichte dann halt wechseln kann. Und ich bin einfach mal ganz gespannt von der Qualität und ob das vielleicht für mich in Phasen, wo viel los ist, eine Option ist. Denn das hatte ich jetzt die letzten Wochen gemerkt, als das jetzt auch mit der Präsenz wieder losging. Also zum Einkaufen kommt man so gut wie gar nicht. Wenn ich nicht immer sowas vorbereiten würde, wie jetzt zum Beispiel eine Suppe und jetzt heute Abend mache ich vielleicht auch nochmal eine Gemüsesuppe, dann verderben einem die frischen Sachen im Kühlschrank und das ist ja auch einfach zu schade und das möchte ich auch nicht. Und da kommt das gerade wie gelegen, um das einfach mal auszuprobieren. Und da bin ich mal ganz gespannt und wie gesagt, vielleicht ist für den einen oder anderen auch was dabei. Genau, wir haben jetzt genau 16 Uhr. Ich mache mir jetzt gleich noch einen Kaffee und habe jetzt gute 2 Stunden, um hier in der Wohnung noch ein bisschen was zu machen und zu rödeln. Und werde dann auch meinen Balkon so langsam ein bisschen winterfest machen. Und da bringe ich noch Sachen in den Keller und dann ist dann auch irgendwann 18 Uhr. Dann geht die Vorlesung los. Heute haben wir Arbeitsrecht. Und morgen haben wir auch eine Doppelvorlesung. Das heißt, langes Wochenende mit Uni-Inhalten, aber so ist es und wir kommen da alle durch. Also schön durchhalten und ja, schnell Durchlauf und Zeitraffer kommen. Guten Morgen, ein bisschen müde, aber schon. Die Milch und eine an. Ja, schon auf den Beinen. Wir haben 23, also etwas spät bin ich, also 7.23 Uhr. Und hier fängt es ja an um 8.30 Uhr. Ich gucke jetzt aber gleich mal, wie die Verkehrslage aussieht. Man weiß ja nie bei der Strecke. Ja, jetzt machen wir jetzt noch schnell die Haferflocken. Pack eben meinen Rucksack, mach mir noch frisches Wasser und dann düse ich auch noch los. Ja, von gestern, ja gestern war die Vorlesung eigentlich ganz gut, auch wenn die online war und ja. So,
so ist das, wenn man dann Online-Uni hat und dann jetzt am nächsten Tag wieder Präsenz. Und das in aller Früh. Genau, aber sonst war es das erstmal mit dem Vlog. Nehmen wir noch vielleicht mit ein bisschen in den Campus, soweit ich mitfilmen kann. Ja, und dann endet der Vlog dann auch daher. Heute steht nicht mehr viel an. Nur noch ja, eine halbe später Pause irgendwann zwischen den Vorlesungen. Und dann ja, muss ich noch in die Stadt heute. Und dann ist das Wochenende auch schon so gut wie vorüber. Ja, dann wird die nächste Woche geplant. Und da ist nur ja, die Organisation Lernen, Machen, Tun. Ja, in dem Sinne. Ich verabschiede mich schon mal mündlich bei euch. Ihr seht bestimmt noch das eine oder andere. Wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke. Und abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann in einem neuen Video wieder. Bis dann, zumindest mündlich. Geht noch weiter.